So, moin moin und damit willkommen zu einem Spezial. Ja, ich wurde gefragt von Silent Rider, ob ich nicht mal ein Tutorial machen kann, wie ich meine Spiele vorbereite. Ich hatte kurz überlegt, ob ich das nicht schon irgendwann mal gemacht habe. Nee, das war damals auf meinem Blog, auf meinem Blogbeitrag. Den habe ich mittlerweile wegen der DSGVO, habe ich den privat gestellt. Da habe ich mal erzählt, wie ich Spiel leite und das habe ich tatsächlich noch in keinem Tutorial gemacht, wie ich sowas vorbereite. Deswegen werde ich das jetzt tun. Ich habe euch jetzt hier einfach mal meine ODT geöffnet, das heißt die Textdatei, ob ihr da Word nehmt oder Open Office, ist völlig egal. Da habe ich hier einfach mal die Kapitel rausgeklaubt, wo der Feuersturm in Gareth begann. Da haben wir diesen kleinen Zeitsprung gemacht, das ist dann die erste Folge von dem Stab der tausend Augen. Und das sind so quasi die Vorbereitungen, die ich mir dazu gemacht habe. Also ich fange ja immer mit so einem kleinen Begrüßungsprotokoll an, nach dem Motto, das kann ich selber vorlesen. Da kann ich mich selber mit in Stimmung vorlesen, damit ich selber reinkomme, damit die Spieler reinkommen. Und nach diesem kleinen Prolog werde ich dann immer abgeben und erwarte, dass die Spieler dann den Ball annehmen und dann selber erstmal spielen. Und dann werden irgendwelche NPCs angespielt oder so oder irgendwas nachgefragt. Dann kann ich immer noch mal drauf eingehen, wenn die irgendwas fragen wollen. Aber das ist so quasi, wie ich in den Abend starte. Da könnt ihr euch das mal ansehen. Und wir schauen dann noch einmal zusätzlich in die anderen Sachen, die ich dann benutzt habe, um das Abenteuer vorzubereiten. Aber zusammen mit diesem Video könntet ihr euch dann nochmal die Folge 1 oder eben auch die gesamte erste Session ansehen und nochmal versuchen nachzuvollziehen, wo ich improvisiert habe und wo nicht. Und ja, ihr könnt es noch sehen, Stadtkinder, die Schneebälle werfen, von einem Wagen herab wird Zuckergebäck verkauft. Das sind so Sachen, so fluffige Elemente. Die kommen teilweise schon im Abenteuer vor. Es geht einfach darum, dass man so ein bisschen dieses Feeling für Gareth bekommt, dass man sich ein paar kleine fluffige Elemente ausdenkt und danach startet quasi irgendwann das Abenteuer. Das heißt, ja, das könnt ihr dann auch hier erkennen. Nur der Himmel trübt das Bild, wo vor kurzem noch die Sonne schien, hat eine kalte, wallende Wolkendecke sich zusammengezogen. Da beginnt dann so ein bisschen das Abenteuer, aber wir schauen gleich nochmal in die PDF rein, wie das eigentlich hätte aussehen können. Wo ich dann improvisiert habe. Mehr hatte ich dazu mir nicht notiert. Und der Rest war, ja, ich gucke einfach mal, was die Spieler so machen. Das ist jetzt quasi der Beginn von dem Abenteuer. Stadt der tausend Augen, geschrieben von Anton Weste. Ich habe mir natürlich das ganze Abenteuer durchgelesen. Das sollte man natürlich immer tun, wenn man sowas vorbereitet. Also das ist so quasi das Erste. Ich lese mir das Abenteuer durch und ich verstehe es. Das heißt, wenn ich es verstanden habe, dann kann ich es auch verändern. Was sind wichtige Elemente? Welche Sachen davon brauche ich? Was kann ich rausschmeißen? Was kann ich vielleicht auch ergänzen? Da könnten wir dann später uns nochmal angucken, wie das denn aussieht mit dem Turnier, denn das habe ich auch schon mal in so ein paar Sachen zwischen den Folgen habe ich das mal besprochen mit den anderen Leuten, mit meinen Spielern. Das Turnier selber ist da gar nicht drin. Da steht, ja, das Turnier findet irgendwie nebenbei statt. Aber dadurch, dass ihr ja mit den Vagabunden, mit Saltatio Mortis umhergezogen seid, werdet ihr automatisch reingelassen. Das gucken wir uns gleich, wie gesagt, nochmal an. So, also Hintergrund, Meisterinformationen, worum soll es überhaupt gehen? Zwielichtige Pläne, was soll da eigentlich passieren? Handlungsverlauf, ist alles egal. Helden. Diese Seite, Kreis 1, beschreibt so ein bisschen, wie das Abenteuer dann losgeht, wenn man sich auf die Helden geeinigt hat. Der Himmel geht auf und man kann dann erkennen, wie dann Galotta über der Stadt Gareth erscheint und dann seinen tollen Text aufsagt. Und genau das habe ich ja quasi auch gemacht. Also da war wirklich nicht so viel improvisiert und dann geht das irgendwann los mit diesen Illusionen. Auch das hattet ihr gesehen. Da muss ich nicht wirklich viel improvisieren. Wir haben in der ersten Szene, beziehungsweise in der ersten Session, haben wir ja wenig getan. Wir sind in Gareth angekommen. Dann habe ich ein bisschen improvisiert, weil ich nicht wusste, wo wollen meine Helden hin. Ich konnte nicht wissen, dass Ragnar dann irgendwie nach Süden abbiegt oder dass der, ich wusste irgendwie, die einen kommen von der einen Seite, irgendwo aus Kunchum, und die anderen kommen dann aus Punin, weil sie da gelernt haben. Und den Zwerg habe ich auch irgendwie aus der Richtung einfliegen lassen, eintrudeln lassen. Einfach weil, naja, Xorlosch liegt
irgendwo im Süden von da, sie kommen sie dann eben aus der südlichen Straße. Und da kommen die her. Der Magier, zu dem Zeitpunkt gab es Iolaos noch nicht, da musste eine Meier sich seinen Charakter erst noch bauen. Kam dann Abelmir, kam aus Punin, weil er dann eine Ausbildung gemacht hat. Und naja, dementsprechend habe ich dann Abelmir und den Zwergen aus Süden kommen lassen und die anderen beiden aus dem Osten, da wo Kunchum ist. Und das war dann quasi so, dass die erste Szene. Dann kamen die dämonischen Fratzen. Ich glaube, das war in der dritten Folge. Und dann kamen die Kämpfe mit den Illusionen und den Orks. Und dann war die erste Session auch schon rum. Also, so viel ist gar nicht passiert. Guck gerade mal auf die nächste Seite. Genau, da kommen dann die Trugbilder. Da kann man sich dann nochmal ansehen. So ein Kampf mit den Tordo-Hai-Orks. Die sind natürlich läppisch schwach. Die habe ich dann angepasst. Das kann man aber on the fly machen. Da muss ich mir nicht irgendwie aufschreiben, dass die eine Attacke von 19 haben und eine Parade von 17 oder so. Das wird einfach ganz modular angepasst an die Helden. Dann habe ich die Riesenameise habe ich komplett gestrichen, weil naja, Riesenameise, ich wollte irgendwie, wir hatten so ein bisschen den Orkensturm hatten wir noch, den ich glaube den vierten, der vierte Orkensturm ist gerade am Laufen, deswegen habe ich dann gesagt, wir machen nur die Orks und da habe ich dann die angepassten Werte genommen. Ich habe die quasi alle kaputt geprügelt, aber ihr könnt euch die Folgen dazu nochmal ansehen, das macht auf alle Fälle Sinn. Ja, dem Zauberer auf der Spur, das ist dann, wie das Abenteuer weitergeht, das wäre dann alles schon alles der nächste, die nächste Session, der nächste Tag. Aber alles, was dann irgendwie noch dazwischen war, das ist alles improvisiert gewesen. Ich blende nochmal meine ODT ein. Das ist tatsächlich nicht so wirklich viel. Wir können gerade nochmal gucken, was ich danach geschrieben habe. Und auch da kann man dann sehen, ja, okay, ich habe mir hier wieder was geschrieben, wieder so ein kleines Intro, ein Introludium. Und ich musste dann so ein bisschen planen. Ich habe hier natürlich neben der PDF, also diese ODT, die speichere ich mir mal als PDF ab, damit ich die ODT zumachen kann. Und dann habe ich ganz viele PDFs offen. Neben Kreise der Verdammnis ist dann natürlich auch nochmal sowas wie die Gareth-Box offen, wenn ich das als PDF habe. Oder die Gareth-Box liegt eben geöffnet neben mir auf meinem Schreibtisch. Ich habe aber eben auch noch so kleine Zettelchen, auf denen ich dann immer so ein paar Ablaufpläne draufschreibe. Das können wir uns leider mal angucken. Die alten Schmierzettel habe ich nicht mehr, aber ich kann euch mal zeigen, wie das dann aussieht für meine aktuelle Runde, was ich da so draufschreibe, was ich da so drauf schmiere und dann hangle ich mich eben entweder mit den PDFs entlang oder, naja, meine Sachen, die dann vor mir liegen. Jetzt für Blutige See oder so hatte ich auch immer das Buch offen, auch Bahamuts Ruf war immer offen. Je nachdem, was ich da dann mal brauche. Ich muss gerade noch mal schauen in meinem Ordner, was ich noch so an PDFs offen habe. So, Kreise der Verdammnis, das ist natürlich das Abenteuer, das Jahr des Feuers. Schlacht in den Wolken hatte ich auch offen. Aventurische Boten brauche ich nicht. Regelwerke brauche ich zum Großteil auch nicht. Ab und zu mache ich mir mal Wege der Alchemie auf. Da kann ich dann mit Steuerung F ganz schnell drin suchen. Wege der Götter brauche ich nicht. Wege der Helden brauche ich auch nicht. Manchmal noch das Liber Cantiones, was offen ist, oder Wege der Zauberei. Das sind dann so die Sachen, die dann offen sind. Das sind dann meistens so vier PDFs, also die geschriebene ODT, dann das Abenteuer und irgendwelche Regionalbeschreibungen oder paar Regelwerke. Also vier oder fünf PDFs, die dann offen sind und dann kann ich da hin und her switchen und mir das suchen, was ich brauche. Wir können noch mal reingucken. Also ihr könnt eben auch daran erkennen, dass es echt eine ganze Menge improvisiertes. Das liegt jetzt nicht nur an diesem Abenteuer, sondern eben auch an den anderen. Gerade wenn man sich dann ab Abenteuer 105 ansieht, die Blutige See, da besteht ja auch ganz viel nur aus so einem Zufallsbox, wo man dann drauf würfeln muss, nach dem Motto, würfel mal ein W20 und dann würfel nochmal ein W6 hinterher, damit du weißt, wie viele Feinde kommen. Und daran muss ich mich dann entlanghangeln. Da muss ich mir dann irgendwie was zurechtschneidern. Das heißt, ich habe mir das irgendwie zurechtgelegt, ich habe mir die Gareth-Karte gebaut, aber wie ich diese Gareth-Karte dann vorbereitet habe, das ist nochmal ein anderes Video, auch das werde ich nochmal oben rechts verlinken. Ja, aber das sind dann so quasi die Sachen, die ich brauche für DSA, ganz wichtig für DSA. Cthulhu bereite ich nochmal ein bisschen anders vor. Das ist im Großen und Ganzen, ist es halt auch sehr, sehr ähnlich. Aber da schreibe ich mir vor allem auch Stimmung auf. Also, das tue ich mir dann auf meinen Schmierzettel, den ich dann vor mir liegen habe. Da schreibe ich mir dann vor allem diese fünf Sinne auf, die der menschliche Körper hat, damit ich die dann eben anspreche und in der richtigen Reihenfolge einfach mal beschreibe.
was können die Charaktere sehen? Das ist natürlich ein sehr, sehr starkes, ein sehr, sehr starker Sinneseindruck. Was können sie hören, wenn man irgendwie mit den Fingern entlang kratzt an der Wand? Oder was können sie auch riechen, wenn man Blut oder Metall in der Luft, naja, erstmal riecht und dann, wenn das so intensiv ist, dass das auf der Zunge auch danach schmeckt oder noch ein anderer Geruch, der sich da drüber gelegt hat, weil man das irgendwie verbergen will, wenn man dann mit Parfüm oder Lavendel gearbeitet hat, mit irgendwelchen Blumendüften, dass sich das dann über diesen Blutgeruch rübergelegt hat. Aber man kann eben diese Gerüche, kann man auch irgendwann schmecken. Man muss nicht unbedingt dann an irgendwelchen Sachen dran lecken, aber gerade wenn man eben auch Sachen isst, auch da könnte man nochmal so einen Geschmackssinn beschreiben. Ist es bitter, ist es süß, salzig, sauer, auch die ganzen Geschmäcker könnte man sich aufschreiben. Es sind ja nur ein paar, ich glaube 5 oder 6, wenn man Umami noch mit dazu rechnet, müsstet ihr mal gucken, was Umami ist. Geschmack, ja, Blödsinn. Wie gesagt, Cthulhu bereite ich ein bisschen anders vor, aber auch da muss ich das Abenteuer verstanden haben, damit ich es dann eben improvisierend verändern kann. Aber das eben erst einmal zu DSA. So, dann habe ich hier nochmal schnell fotografiert, wie die aktuelle Planung aussieht. Ich weiß nicht genau, diese Folge ist noch nicht da, aber die wird dann irgendwann kommen, wenn es in die Endphase des Turniers geht in Yol'Gurmak. Da geht es dann so ein bisschen um die chronologische Reihenfolge, was ist als letztes passiert. Ja, gewinnt Yharnam das Turnier, ja oder nein? Er hat den Endkampf gegen Lucardus von Kemet offen. Er bekommt ein bisschen Hilfe von Lutisanne, die wird ihm dann ein bisschen was erzählen. Was genau, habe ich jetzt noch nicht vorbereitet, aber da werde ich auch improvisieren. Die geht dann zu ihm hin und wird ihm dann irgendwas sagen nach dem Motto, ich habe gegen ihn verloren und das sind seine Schwächen. Er hat keine, ja, die Werte nehme ich aus Träume von Tod. Dann ist der Kampf zu Ende. Der Rest interessiert dann quasi gar nicht mehr. Es geht dann um die Siegerehrung, da muss ich mir noch eben was überlegen, wie ich das aufziehe. Da werde ich noch ein bisschen Ergänzungen machen, aber das sind so die ersten Notizen. Was gibt es dann an Geschenken oder an Preisgeldern? Es gibt eine Einladung vom Turniermarschall zu Herr Galotta. Auch das ist dann etwas, was ich improvisieren werde. Und dann muss der Einbruch geplant werden. Der Einbruch in die Feste, die schwarze Feste von Galotta. Über das Aquädukt, da müssen sich überlegen, ziehen wir die Irrhalgengarde-Rüstung an oder die von den Bediensteten? Wie laufen wir im Schloss rum? Abelmir wird weiter erpresst, da muss er mit der Geierharfe das Instrument da seine Sachen durchziehen. Ist die Anwesenheit von Yharlan erwünscht? Was ist mit dem Zauberer Iolaos? Was machen die beiden? Was macht der Zwerg und was macht Ömer? Und dann müssen sie irgendwie das Zepter bergen. Aber das ist wie gesagt alles, was ich improvisieren muss. Da kann ich jetzt noch nicht wirklich viel zu planen und das wird dann von Hand passieren. Aber das ist so ein chronologischer Ablaufplan, so eine logische Folge. Was muss passieren, damit das nächste eintritt? Und daran kann ich mich so ein bisschen entlanghangeln. Das sind die wichtigen Szenen, die ich haben will. Und alles, was dann zusätzlich eingebaut wird, ist improvisiert, ist irgendwie ein Fluff oder so. Und das sind die Szenen, die ich quasi anspielen will oder die ich brauche. Und naja, gut, wenn es dann zu der Gefangennahme kommen sollte, nachdem sie mit Udalbert gesprochen haben und Lutisanna sie befreit, das ist auch nichts, was ich jetzt großartig planen muss. Ja, aber so viel erstmal zu meinen Vorbereitungen und ich hoffe, damit konnte ich Silent Rider und auch den anderen ein bisschen helfen. Wie gesagt, ich habe nochmal oben rechts, wenn ihr auf das i drückt, ein paar andere Videos verlinkt, wo ich dann beschreibe, wie ich mit Map Tool arbeite und mit Fantasy Grounds und so. Aber das sind andere Videos. Gut, damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ciao.